Es war ein Mann, der legte einen Weinberg an, verpachtete ihn an Winzer und reiste fort für längere Zeit. Als die Zeit der Weinlese gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, damit sie seinen Teil des Ertrages ablieferten. Sie aber schlugen ihn und jagten ihn fort mit leeren Händen. Also schickte er einen anderen. Auch ihn prügelten sie und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten Knecht. Aber auch ihn schlugen sie blutig und warfen ihn hinaus. Da sagte der Besitzer des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn hinschicken. Sicher werden sie vor ihm Achtung haben. Aber als die Winzer ihn kommen sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe, den wollen wir töten, damit das Erbe uns gehört. Erzähl weiter, Herr. Sie warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird der Besitzer des Weinbergs nun mit den Winzern tun? Er wird die Winzer töten und den Weinberg anderen Winzern geben. Was bedeutet denn dieses Schriftwort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der Stein ist zum wichtigsten geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und auf wen dieser Stein aber fällt, den wird er zermalmen.